Gut, dann schauen wir uns mal dieses grün-weiße Tokens an. Diagonal haben wir verloren. Das ist ein bisschen schade, weil wir eigentlich gleich starten wollen mit diesem Deck. Da brauchen wir den Draw nicht. Er fängt an und unsere Hand ist nicht gut. Nee, der ist so richtig schlecht. Das heißt, wir müssen Mulligan nehmen. Und die Hand ist etwas besser. Den können wir behalten, denn der kann mit dem Midnight Guard eigentlich ganz gut zusammenarbeiten. Grün Stompy. Was ist das denn? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Der Barlaut. Gut, der stört uns jetzt nicht so viel. Ich fange mit dem Blossoming Sands an. Spiele in der nächsten Runde den Soul Warden und den Colony Garden. Und habe dann die Möglichkeit, den Evangel zu spielen. Beziehungsweise den Midnight Guide. Okay, der nächste ist das Suspender. Ich gerade meine Runde übersprungen? Ja. Ich glaube schon. Ja. Ja, das macht keinen Sinn. Tja, super. Ja, was für ein Mist. Ach, wie ärgerlich. Naja gut, wir haben Always Yes und Always Yield. Wir haben schon das Potenzial, einfach wieder zurückzukommen. Ja. So ist es natürlich wieder schwierig. Also eine Runde zu verlieren ist schon kolossal schlecht für uns. Wir haben die Combo. Das heißt, im Prinzip will ich haben. Ah, oh, das ist so schwierig jetzt. Also, wir müssen irgendwie in die Combo kommen. Ich mache jetzt den Kalni Garden aus dem Grund, dass der für den Evangel ganz gut ist. Ich traue mich jetzt eher nicht anzugreifen. Es kann sein, dass eine Flash-Kreatur kommt. Naja, gut. Wir können ja erstmal den hier spielen. Und dann können wir ja sehen, was passiert. Es kann sein, dass er den countert und wir dann vor der Flash-Kreatur sicher sind. Ja, da kommt der Counter. Gut. In der nächsten Runde hätte ich doch gerne den Midnight Guard. Ja, so langsam kommen die, ne? Wie viele Counter sind denn noch drauf? 3, 2, 2. Oh, wir haben noch ein bisschen. Eine Runde Zeit, bevor wir angegriffen werden für 9. Eins, zwei, Armorer. Gut. Blossoming Sands. Und am Ende seiner Runde werde ich den Spout Swarm spielen, um seinen Counterspell zu ziehen. Ja, ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann. Und es kommt tatsächlich ein Flasher. Also habe ich gut außenrum gespielt. Nicht in die Flash-Kreatur angegriffen. Aber wir werden relativ viel Schaden von ihm kriegen. Dennoch, wenn wir Glück haben, können wir über die Presence of Gone Combo wieder zurück ins Spiel kommen. Ich denke schon, dass das funktionieren kann. So, Tendent ist gut. Okay, was wir machen wollen. Spout Swarm. Und dann in meiner Runde die Combo. Ich glaube auch, dass er countern wird.
Einfach weil er nicht möchte, dass ich jede Runde drei Leben bekomme. Aber das kann ich racen, wenn er jetzt angreift. Oh, hört sich gut an. Ah, den hätte ich auch blocken können. Ja, wir werden sehen. Gibt es einen Counter? Sehr gut. Das heißt, ich werde jetzt den Midnight Guards. Erstmal den Soul Warden. Jetzt den Midnight Guard. Sehr schön, sehr schön. Jetzt würde ich den blocken und am Ende der Runde Spout Swarm spielen. Das heißt, ich brauche. Ich kann angreifen mit dem hier. Nicht mit dem wirklich angreifen. Ich meine, ich werde in den Flieger rein angreifen wahrscheinlich. Demons are prowling. Eigentlich brauche ich das. Ja, probier's mal. Mal gucken, was passiert. Ich habe kein Problem, den Armorer zu tauschen mit einem Kotal. Ray of Command. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Solange ich den wieder zurückkriege. Tap. Ärgerlich. Ja, muss ich den Spout Swarm jetzt spielen? Okay, wenn er jetzt keinen Counterspell hat und ich die Möglichkeit habe, er hätte das Ray of Command natürlich zu einem besseren Zeitpunkt spielen können. Also, ich kann Presence of God spielen und kann in Response Spout Swarm spielen. Ja, das geht. Das geht. Maldrifter Evoked. Oh, das ist hart. Bitte kein Counterspell. Bitte kein Counterspell. Ich hätte die Triggers anders gestackt, dass ich erst ziehe und dann den bringe. Ich glaube nicht, dass er einen Counter hat. Er hat auch kein Ray of Command offen. Oh, Scatter the Seeds. Okay, wir probieren's. GG. Gut. Was können wir gegen ihn tun? Der fliegt. Das heißt, wir könnten den Spider zurückbringen. Wir können auch ein paar Archers bringen. Wollen wir das überhaupt? Journey ist gut. Archer ist eigentlich auch nicht schlecht. Der ist gut.
Aber auch nicht. Nee, der ist eigentlich, brauchen wir in diesem Matchup gar nicht. Eigentlich ist der gut. Wir brauchen zum Beispiel den Armorer eigentlich nicht. Scatter the seeds. Ja, probieren wir es so. Interessantes Deck von ihm. Habe ich ihn noch nie gesehen, aber ich glaube nicht wirklich spielbar. Kurze Pause. Okay, wir müssen Mulligan nehmen. Das ist besser, ist nicht gut, aber das ist besser. Keep. Okay, fängt an mit dem Land. Und wir haben den Archer, haben zwei Länder, was gut ist. Haben aber leider, Entschuldigung, mein Drucker, haben aber leider nichts, kein Life Gain. Und uns fehlt auch das dritte Land. Schade. Die Combo ist da. Mit dem dritten Land wäre das gar nicht schlecht. Er hat das dritte Land. Kann aber auch nur suspenden, denke ich mal. Okay, sehr gut. Midnight Guard. Angriff mit Archer. Und wenn er in der nächsten Runde nichts macht, können wir erstmal abwarten ruhig. Scatter the Seed spielen am Ende seiner Runde. Um dann in die Presence of God Combo zu gehen. Ja, das ist gut. Ray of Command wäre natürlich übel. Gut. Soul's Attendant. Und dann gebe ich ab und spiele am Ende seiner Runde Scatter the Seeds, um den Counterspell zu ziehen. Ja, ich glaube, das ist die richtige Wahl. Und dann können wir in unserer Runde über das Presence of God schon mal anfangen, ihm Ärger zu machen. Und ich kann auch schon angreifen jetzt. Okay, was mache ich? Ich greife an. Neuer Midnight Guard. Und ich hätte eigentlich mit dem Midnight Guard angreifen können. Naja. Wenn ich jetzt noch ein Land habe, kann ich den Perlit spielen. Und kann auch wieder für relativ viel angreifen. Hört sich nicht schlecht an. Was jetzt natürlich schade ist, ist, dass mir der Soul's Attendant fehlt. Und dass der wiederkehrende Tokenmacher irgendwas wäre nicht schlecht. Ich glaube, er greift nicht an, er bleibt zurück. Ja, alles andere wäre Quatsch. Gut, wir ziehen die Karte an.
Wir ziehen eben die Counter. Und geben ab. Ray of Command wäre fatal, wenn er das zieht. Ich hoffe, es passiert nicht. Ich werde die Presence of Gun versuchen zu spielen in einer Runde. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich muss es spielen. Ich muss es spielen. Wenn ich es nicht treffe, dann treffe ich es eben nicht. Echoing Tooth. Okay. Jetzt wird das Spiel schon schwieriger. Das heißt, ich muss irgendwie den Perlit reinkriegen oder ich muss Life Gain kriegen. Sehr schwierig gerade. Ich hätte zwei Möglichkeiten, da reinzukommen ins Spiel. Naja. Spout Swarm ist okay. Das heißt, am Ende der gegnerischen Runde werde ich den tatsächlich auch spielen. Und mit einem Spider Silk kann ich dann auch anfangen, die Errands zu blocken. Da gibt es keinen Angriff. Und mit dem zweiten Midnight Guard kann ich sehr, sehr, sehr viele Spout Swarms spielen am Ende der Runde. Was mir mit dem Perlit natürlich auch sehr, sehr viel Stärkepunkte gibt. Das heißt, ich kann dann mit meiner Sprawling Armee für viel, 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 viel Schaden kommen. Ein Block. Oh ja. Ja. Und nächste Runde muss dann der zweite Midnight Guard kommen, sodass ich meine Sprawlings noch stärker produzieren kann. Echoing Tooth ist natürlich sehr stark für ihn. 7 Schaden, ja. Aber so viele Echoing Tooth wird er schon nicht spielen. Okay. Ja, ich glaube, wir können so mal angreifen, auch wenn er uns jetzt den Midnight Guard blockt. 4 Schaden sind 4 Schaden.
Ah ja. Jetzt hält er sich langsam zurück. Er merkt, da kommt doch noch ein Attack. Spider Silk ist sehr gut. Ja, das ist natürlich das, was wir wollen. Das heißt, wir können sehr vernünftig blocken. Wir können mit dem Archer noch Schaden machen. Hört sich gut an. Das heißt, wir können mit Seprolink Double Block auf die Dust Wasp machen. Oder mit vier Seprolinks auf dem Efferen. Beides möglich. Sehr gut. Jetzt ist das Board gestalled. Spielen wir den noch. Und dann ist die Frage, wie wir es machen. Ich glaube, ich warte noch eine Runde. Beziehungsweise eigentlich könnte man mit allem mal angreifen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6 ist auf 5. Und dann die nächste Runde dann. Dann für 3 ist er auf 2. Boah, das hört sich eigentlich gar nicht schlecht an. Andererseits warte ich, denke ich, noch mal eine Runde. Ich glaube, die Zeit spielt eigentlich für uns. Maldüfter, ja, es ist okay. Das heißt, er hat keine Counter mehr. Man könnte noch ein Pallet spielen und dann mal angreifen. Ich greife mit allen an. Ja. Er ist auf 5. Noch ein Pallet. Dann schauen wir weiter. Ah, ich hätte ihn auf 2 runterkriegen können. Naja, gut. Aber jetzt muss er eigentlich alle Seprolinks blocken. Sonst sieht schlecht aus für ihn. Mal gucken, ob er es hinkriegt. Okay. Das ist natürlich übel. Ja, das ist okay. Ich brauche eigentlich nur ein Removal. Wenn dann von ihm nichts kommt, dann sieht es eigentlich gut aus.
Midnight Guard. Ja. Okay. Schauen wir mal, ob er gesund blockt, ob er es richtig macht. Und dann haben wir 6 Damage und wir haben das Spiel gewonnen. Good Games. Es war komisch gespielt, aber trotzdem noch gewonnen hat.